Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft hier auf meinem Channel Xenton LP. So, ja, es ist eine Spontanaufnahme mehr oder weniger. Es ist eine Spontanaufnahme mehr oder weniger. Eigentlich hatte ich geplant, erst für meine Verhältnisse morgen aufzunehmen, aber. Oder in ein paar Stunden aufzunehmen, genauer gesagt. Aber, wie es andere so schön behaupten, die Milch ist mal wieder schuld. Ich versuche gerade so gesehen die Milch abzubauen. Naja gut. War doch ein bisschen zu viel von dem Destillat. Na gut, wir haben. Deswegen, also bevor ich jetzt hier irgendwie loslabere, nochmal. Es ist eine Versuchsaufnahme. Kann natürlich sein, dass ihr davon gar nichts mitbekommt. Dass ich einfach nach dieser Aufnahme ein Backup einspiele und dann sage, diese Aufnahme hat nicht stattgefunden. Oder aber diese Aufnahme findet statt und ihr seht das Ergebnis dann zum Schluss. Gut, wir haben das letzte Mal, ich glaube, die Birken- und Fichtenfarm versetzt. Ja, die ist versetzt. Gut, ich habe zwar mal gesagt, dass ich nicht zwei Folgen das gleiche machen möchte. Deshalb schnappe ich mir jetzt den gesamten Stein, mehr oder weniger. Zack, zack, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Ja. Cobblestone. Da oben. Wir nehmen das noch so weit mit wie möglich. Gut. Ja. Ich habe ja mal gesagt, ich will nicht zwei Folgen, zwei Aufnahmen, nicht zwei Folgen, sondern zwei Aufnahmen hintereinander. Manometer. Das ist ja noch schwieriger mit Alkohol zu sprechen, der Milch zu sprechen, als mit, als ohne. Also ich möchte jetzt nicht zwei Aufnahmen hintereinander das gleiche machen. Deshalb werden wir. Ach schon, hier steht ja der. Steht ja auch noch hier. Ups. Naja, deshalb möchte ich jetzt hier eigentlich diesen Turm bauen. Gut. Gut. Eins. Eins. Nochmal. Es sind vier. Dann geht das Ganze um. Sind immer noch vier, um einen raus. Oh, gut. Ja, ich fange trotzdem schon mal an. Ob das jetzt hier was wird, weiß ich nicht. Wie schon gesagt, ich werde notfalls eine weitere oder ein Backup einspielen und danach die Aufnahme einfach neu starten. Aber ich glaube schon, dass es was wird, weil ich glaube, sowas Peinliches muss man sich einfach mal geben. Geht einfach nicht anders. So, 1-1, dann geht's weiter. Ne, das war nicht so geplant. Ob das jetzt mit dem Alkohol zusammenhängt, weiß ich jetzt gerade nicht. Mit der Milch. Wie viele sind es da? Zwei und drei. Ah ja. Zwei und dann drei. Das heißt hier zwei, einer. Wieder zwei, ja, und einer. Die Treppen kriege ich gerade nicht mit. Das ist nicht gut. Na gut. Mach ich mal weiter. Ach, seht ihr. Es wurde zwar gesagt, dass ich das. Es gab einen Tipp. Ich soll mal bitte die Ingame-Geräusche reduzieren. Die wären zu laut. Naja gut, versuche ich mich mal dran zu halten. Ich habe jetzt um 20% reduziert. Also schauen wir mal, was draus wird. Gut, wie schon gesagt, das ist eher eine Spontanaufnahme. Ich hatte jetzt wirklich richtig Lust dazu. Nach dieser kleinen Einlage mit der Milch. War mir wirklich voll danach. Dass ich jetzt doch eine Aufnahme machen möchte. Ja. Ich habe beim letzten Mal Star Trek Online angesprochen. Wie wäre es eigentlich, wenn ich ein kleines Let's Play mache von den ersten oder sogar von allen Leveln von Star Trek Online? Es gibt die Klingonen, es gibt die Föderation und es gibt die Romulaner. Ich weiß selber aus Erfahrung, dass man
Oder dass ab einem bestimmten Punkt sich sämtliche Missionen überschneiden. Ich würde auf meinem Account in Star Trek Online ein Let's Play machen wollen. Ich will natürlich erstmal bei Perfect World oder Cryptic anfangen, ob das überhaupt möglich ist. Das würde also eine Weile dauern, aber erstmal möchte ich gerne wissen, würde es hier in meinem Channel Anklang finden? In letzter Zeit gab es zwar wieder viele Kommentare. Deswegen hoffe ich, dass ich von den paar Leuten. Paar Leuten ist gut, ich habe 110 Abonnenten. Dass da vielleicht auch mal der ein oder andere doch mal sich meldet und wenn er hier Minecraft guckt und doch mal sagt, yo, mach mal ein Star Trek Online Let's Play. Würde mich freuen, wenn ich da eine Resonanz bekommen würde. Ich glaube, ich springe mal kurz runter. Aua. Genau, das hatte ich befürchtet. Gut. Ja, das war jetzt so, was ich kurz sagen wollte. Star Trek Online. Ein kleines Let's Play. Wie sieht es hier aus? Hallo Pferd. Das ist ganz doof, dass ihr hier steht. Ja. Hab schon erwähnt, dass ich keinen Platz im Inventar habe. Da oben ist eine Kiste drin, da ist bestimmt das drin, genau. So war das, genau. Kommst du mit? Kommst du mit? Ja, bitte geh doch. Hier rein. Komm. Put, 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 put. Sehr schön. So, jetzt kann ich hier nämlich den Stall erstmal wieder ein bisschen abreißen. Keine Sorge, den Stall versetze ich. Der kommt in den Turm. Neben dem Turm. So. Gut. Ja. Kein Inventarplatz. Wie soll es auch anders sein? So. Ja. Das war. Nee, ist doch richtig. Fällt gerade ein. Halt. Ich will da rein. Ich werde mal kurz dazwischen lagern dürfen. So. Sag jetzt nicht, ich habe die Spitzhacke zwischengelagert. Ich habe die Spitzhacke zwischengelagert. Nee, habe ich nicht. Ich habe die einfach nur ins Inventar gepackt. Na gut. Ja. So kann es gehen, wenn man zu viel Milch getrunken hat. Ja, passiert halt. Aber ich glaube, ich setze die Folge doch online. Das muss ich einfach euch geben. Das geht nicht anders. Ja. Gut. Ist alles abgerissen? Ist alles abgerissen. Gut. Zack, zack. Zack. Das heißt bestimmt jetzt hier, 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 hier. Ja, ich glaube, ich werde da wohl den Stall und das Ding gleich nebeneinander aufbauen dürfen. Puh. Entschuldigung. Ja, das mit der Aufnahmelautstärke klappt wunderbar. Habe ich schon festgestellt, das klappt sehr gut. Da brauche ich nicht mehr nachregeln. Das klappt astrein. Mit den anderen Sachen. Gut, der Tipp kam halt, die Musik. Nee, die Ingame-Lautstärke wäre zu hoch. Habe ich jetzt gerade nachgeregelt. Sollte jetzt eigentlich besser werden. So, der Stall. Aua. Wie habe ich den denn hier gebaut? Das sah eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Den bauen wir so gesehen einfach nach. Das sind 1, 2, 3, 4 und dann einfach nur waagerecht drüber. Gut. Machen wir ihn aus Fichtenholz. Machen wir ihn aus Fichtenholz. Ist ja auch egal.
So, eigentlich gefiel er mir relativ gut, so wie er war. Zack. Nee, da. Zwei, drei, vier. Und, aua. Eins, zwei, drei. Das brauche ich nicht zählen, das geht einfach bis zur Wand ran. Genau. Dann waren dazwischen drei. Dann waren da senkrecht hoch wieder welche. Aua. Dann waren da zwei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Dann waren da wieder welche hoch. Und aua. Eins, zwei, drei. Dann geht das hier wieder hoch. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Gut, aua. Damit man auch nur so was da hochkommt, machen wir das mal so. Ja. Genau. Erde muss hier weg, da kommt dann Holz hin. Also wir machen hier nebenbei ein bisschen Terraforming. Obwohl, man könnte das eigentlich auch mal so machen. Ich weiß, da ist die Höhle unter, an der Stelle. Das habe ich ja extra markiert mit der. Na. Ah, das war so doch nicht geplant. So. Das habe ich extra markiert mit dem Holzteil, was da drüber ist. So, dann wollen wir mal wieder. Also, doch, das macht ganz schön viel Spaß. Mit Milch im Hintergrund. Und Spaß macht, sehe ich dann im Nachhinein, was dabei rausgekommen ist, ob ich es löschen muss oder nicht. Also wenn ihr das seht, dann habe ich es nicht gelöscht. Dann hat das wunderbar geklappt, was ich mir vorgestellt habe. Unter Einfluss von Milch. Ja, ich benutze denselben Einfluss, selben Begriffe, nicht Einfluss, dieselben Begriffe wie andere Let's Player. Immer schön mit der Milch spielen. Na. So, das dahin. Das packen wir mal da drauf. Erst einmal so. Dann holen wir uns die Erde, die da ist, wieder. Irgendwas gefällt mir gerade hier gerade gar nicht. Ja, hat mir nicht eine Schaufel hier? Ja. Sehr gut. Ah, genau, so eine Stelle habe ich gesucht. So, dann machen wir es mal zwei dick tief. Dann kann man auch notfalls hier was basteln, ohne gleich in die Tiefe fallen zu müssen. Halt, das muss bleiben. Aber gucken, was am Ende bei rauskommt. Ich lasse mich da mal überraschen. Du kannst auch weg. So. Jetzt kann ich die Stelle abreißen, so nach und nach. Das machen wir, glaube ich, besser von innen. Ja, das machen wir besser von innen. Dann kann ich ihn wirklich so nach und nach abreißen. Dieser Pfeiler, was sucht denn da ein Pfeiler? Keine Ahnung, was ich mit dem Pfeiler da wollte. Ich reiße ihn erstmal ab. Und sehe mir dann an, was da später bei rauskommt. So. Nee, so viel nicht abreißen. So, lalalala. Kurz die Erde wegschmeißen. Ich muss mal kurz das Holz holen. 10 nur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt einer davon rein. 1, 2. Gut. Irgendwie fehlt mir gerade das Holz. Ja, wie machen wir das jetzt am besten?
Das Teil packen wir erstmal weg. Dann kann ich hier was einsammeln. Puh, Tropenholz, das Ding. Oh Mann. So. Ja, da wollte ich nicht reinfallen. Zack. 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 Oh, diese Samen, die gehen mir auf den Keks. Aber richtig. Zwei Türen. Eins, zwei. So. Welche wieder Erde dabei ist, gibt's doch gar nicht. Aber Platz für was anderes. Das ist sehr schön. Na, ganz klasse. Machen wir nicht mal kurz dahin. So, das Holz, was hier ist, das kann ich mitnehmen. Weil hier kommt ja ein Turm hin, also kann ich das Holz mitnehmen. Kann ich das auch mitnehmen? Ja, der Umzug erfolgt jetzt ein wenig Schritt für Schritt. So, hier haben wir nochmal 6. 1, 2, 3, 4, 5. So, habe ich nochmal Zaun dabei? Den habe ich nicht dabei. Das heißt, ich kann noch nicht mal das erste Pferd mit umziehen lassen. Ah, das ist doof. Hab ich ein bisschen unintelligent gelöst. Mal schauen, wenn wir den Zaun hier abreißen, was denn überbleibt. Zwei Zaun. Eins, zwei. Eins Pferd kann ich noch nicht umziehen lassen. Nein. Egal wie ich es mache, es ist doof. Aber Moment mal. Das kann ich da drauf stapeln. Dann kann ich hier diese drei nochmal mitnehmen. Genauso wie ich diese drei mitnehmen kann. Dann habe ich wieder sechs. Die Pferde können hier raus. Und ich kann hinten wieder weiter basteln. Da, da, da. Da, da, da. Ja, das Pferd könnte immer noch... Ne, kann nicht raus. Genau, das kann nicht... Ah. So, das heißt, wir werden da erstmal ein Pferd einziehen lassen. Ich brauche das Lasso. Halt! Oh so. Wieso auch nicht gleich so. Ich glaube, es geht besser mit Lasso, als mit Lasso. So. Pferd Nummer 1 ist umgezogen. Das heißt, das kann er wieder rein. Gut, jetzt habe ich hier wieder Platz. Jetzt kann ich hier richtig abreißen. Genau so kann ich abreißen. Das geht. Wunderbar. Der Weg ist 4 breit da drin. Gut, das kann ich im Nachhinein noch machen. Das ist kein Thema. Ja, mal schauen, wie lange diese Aufnahme hier geht. Wir sind, glaube ich, gleich in der ersten Folge rum. Und ja, bis jetzt geht es noch ganz gut. Für meine Verhältnisse bin ich der Meinung. Wie es rüberkommt, weiß ich noch nicht. Das sehe ich ja leider erst beim Schneiden. Aber wie schon gesagt, wenn ihr es seht, dann ist es gut. Dann ist es akzeptabel für mich rübergekommen. So. Hier kommt einer rein. Da kommt auch einer rein. Da kommt einer hin. Eins, zwei, da. Da. Da, da, da. Und da, da. Ja. Und das Holz mitnehmen. Sehr gut.
Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal.